Yamahas X-Max-Familie besteht aus Universaltalenten. Die Roller zwischen 125 und 400 Kubikzentimetern verbinden Komfort, Stauraum und Fahrleistungen, ohne in einer Disziplin besonders herauszuragen. Das gilt vor allem für den mittleren Vertreter, der jetzt vom 250er zum 300er aufgewertet wurde. Der Schritt bedeutet deutlich mehr als 292 statt vormals 249 Kubik Hubraum. Der neue Einzylinder bekam 1 mm mehr Bohrung und 9,1 mm mehr Hub. Außerdem steuern jetzt 4 Ventile statt vorher 2 den Gaswechsel. Das bedeutet 40% mehr Nennleistung bei einer niedrigeren Drehzahl. Nämlich 28 PS bei 7250 Umdrehungen stehen in den Papieren des Yamaha X-Max 300. Der 250er hatte 20 PS bei 7500. Der alte X-Max war kein Trödler, aber vom neuen darf man mit diesen Vorgaben deutlich mehr Souveränität beim Ampelstart und auf der Landstraße erwarten. Natürlich wird er mit seinen 179 Kilo keine Bäume ausreißen oder gar mit einer MT-03 mithalten, aber darum geht es ihm nicht. Er will ein praktischer Alltagsbegleiter sein, der im Stadtverkehr gut durchkommt und auf der Landstraße zügige Überholmanöver erlaubt. Alle X-Max 300 sind mit ABS und einer abschaltbaren Traktionskontrolle ausgerüstet. Außerdem gehören ein sogenannter Smart Key, LED-Scheinwerfer, LED-Rücklichter und eine 12-Volt-Steckdose zur Serienausstattung. Der Stauraum unter der Sitzbank kann jetzt problemlos zwei Integralhelme beherbergen. Der Yamaha X-Max 300 empfängt seinen in diesem Fall etwa 1,80 großen und gut Doppelzentner schweren Fahrer in einer eher kompakten Sitzposition, weit vorn am Lenker. Das ist nicht direkt unbequem, aber ein bisschen überraschend, weil das Fahrzeug nach hinten doch recht groß ist. Im Stadtverkehr schwimmt der Yamaha X-Max 300 dank zackigem Antritt, gut ausbalanciertem Fahrwerk und überraschungsfreiem Handling gut mit. Man merkt kaum, dass man noch ein ellenlanges Rollerheck hinter sich herzieht. Die Telegabel und die beiden Federbeine haben holpriges Pflaster und Asphaltnarben ganz gut unter Kontrolle. Hier spielt der Yamaha seine Rolle als nützliches Pendlerfahrzeug sehr ordentlich. Der eigentliche Spaß beginnt aber außerhalb der Stadt. Die 28 PS schlagen sich manierlich und reichen vollkommen aus, um Lastwagen und sowas im Handumdrehen zu überholen. Serienmäßig sind Dunlop Scoot Smart Reifen aufgezogen, das Handling ist gut zwischen Stabilität und Handlichkeit austariert. Lediglich bei höherem Tempo reagiert die Telegabel ein wenig nachlässig. Die Bremsen sind gut dosierbar und bieten ein vernünftiges Verhältnis von Handkraft und Bremsleistung. Allerdings regelt das ABS überraschend spät und recht rustikal, sodass vor allem der Hinterreifen kurz rutschen kann. Yamaha bietet reichlich Zubehör an, um den Allrounder entweder in Richtung fahraktiv oder komfortabel zu trimmen. In die erste Rubrik fallen unter anderem ein Agrapovic-Endtopf, ein niedrigerer Windschild, ein puristischer Kennzeichenhalter, Aluplatten für den Fahrerfußraum und eine Sozius-Rückenlehne. Insbesondere der niedrigere Windschild ist eine echte Empfehlung, damit strömt der Fahrtwind den Fahrer wirbelfrei auf breiter Front an. Der Zubehör-Endtopf gibt dem Yamaha X-Max 300 einen präsenten, aber nicht zu lauten Klang. Für die Tourenausbaustufe findet man im Sortiment unter anderem einen höheren Windschild, eine Komfortsitzbank, eine Navi-Halterung sowie einen Gepäckträger, auf den zum Beispiel ein Topcase gegebenenfalls sogar mit Rückenpolster Platz hat. Der X-Max 300 ist in Braun Metallic, Khazar Bronze, in Weiß Milky White und Grau Matte Grey für 5.695 Euro plus Nebenkosten erhältlich.